Displate stellt mit Digital Ronin seine nächste Limited Edition vor und präsentiert uns ein weiteres Motiv von Shizaku. Diesmal werden nur 500 Exemplare hergestellt. Die Limited Edition bietet eine Fülle von Effekten, darunter auch neuartigen Neonglitzer, welcher je nach Betrachtungswinkel in verschiedenen Farben schimmern soll. Die Bewertungen auf Discord sind größtenteils negativ ausgefallen. Die Motive von Shizaku sind für ihre Effektfülle bekannt und so sehen wir auch hier wieder ein Motiv, das vollgepackt mit Details ist, Holo- und UV-Effekte bietet und zusätzlichen Neoglitzer mitbringt. Herausgekommen ist ein Motiv mit irrwitzig vielen Details und Effekten, welche auf Bildern und Videos leider nicht gut einzufangen sind. Was die technische Seite angeht, bin ich wirklich begeistert und finde Digital Ronin wirklich fantastisch. Schade nur, dass mich das Motiv selbst nicht so überzeugen kann, vor allem weil es mitunter schwer fällt zu erkennen, was da abgeht und was die Szenerie eigentlich darstellen soll. Die UV-Effekte werden hier sicher gut zur Geltung kommen, wie immer lässt sich das im Video nur schwer darstellen. Hier sehen wir nun alle drei Motive von Shizaku. Technisch mögen sie vielleicht zusammenpassen, thematisch aber wohl eher weniger. Ich jedenfalls habe viel Freude mit diesem doch sehr extrovertierten Exemplar, kann aber auch die schlechten Wertungen auf Discord nachvollziehen. Schreibt mir doch gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare. Alle weiteren Informationen sowie die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.